Es ist nicht viel, Freunde, wenn ich Ihnen sage, dass ich in diesem Erdenleben nur zwei Feinde habe. Und das sind Todfeinde geworden. Es ist wenig, werden Sie sagen. Ich muss auch das kurz hervorholen, wie Menschen in Gröning geschildert, wie sie mit Schmutz und Dreck beworfen, auch in Zeitungen, dass das Pressearchiv so hoch ist und dass nur Schmutz und Dreck. Und ich sage, ich bin keinen dieser Menschen böse, weil ich wirklich mit Recht sagen muss, o Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn diese Menschen dienen dem Bösen, die haben das Böse in sich und haben diesem Bösen freien Lauf gelassen. Sie haben nicht nur das Böse gesprochen, nicht nur geschrieben, und viele dieser sind sogar zur Tat übergegangen. Und keinen dieser bin ich so weit böse, bis auf zwei Menschen, die auch wirklich keine Hilfe mehr zu erwarten haben. Sie würden sie als Todfeind bezeichnen. Ich muss deswegen diese Bezeichnung auch so annehmen. Also mehr Feinde habe ich nicht, verstehen Sie mich. Ich kenne keinen Hass, ich kenne keinen Neid und ich will keinen Zank, keinen Streit. Ich muss nur immer schlichten, um hier Menschen zur Ordnung zu rufen. Und das will ich auch heute hier mitgetan haben. Auch wenn Ihr Nachbar Ihnen hier so einen kleinen Rippenstoß gibt oder wenn er Ihnen mal Böses gesagt hat. Freunde, zürnen Sie ihn nicht. Im Gegenteil, rufen auch Sie ihn dann zur Ordnung. Aber seien Sie nicht böse. Und reden Sie dann weiter nicht drüber. Also ich glaube, dass Sie mich soweit verstanden haben. Und ich will auch glauben, ich will weiter für Sie glauben, wie ich für Sie bitte und bete, dass auch Sie so bald als nur möglich, wird aber nicht früher sein, das Heil erfahren, bis Sie sich endgültig von dem Bösen gelösen, dass Sie zu Ihrem Wort stehen. Und nun, liebe Freunde, um sie noch besser aufzuklären, habe ich Ihnen heute hier ein Tonband, muss vorausschicken mit Störungen, will ich Ihnen hier vorspielen, weil nicht alle die Gelegenheit haben, das Fleckchen Erde, das Lucht heißt, aufzusuchen. Leider ist die Aufnahme nicht so gut. Ich habe das hier kopiert und es waren Störungen drin. Die Störungen hört man wieder, aber so viel ist schon zu hören, dass Sie etwas erfahren von dem, was auch dieses Menschenkind, das den Namen Bernadette trug, für Sie bedeutet. Einige von Ihnen werden diese Geschichte, was Sie als Geschichte bezeichnen, der Bernadette kennen. Möglich, dass Sie den Film gesehen, ich weiß nicht, wie es heißt, das Lied der Bernadette. Es gibt auch heute Bücher, es gibt sehr viele Bücher. Denn in diesem Jahr war die 100-Jahr-Feier in Lourdes, das heißt 100-jähriges Bestehen, dahingehend, als sie Bernadette zum ersten Mal die Mutter Gottes gesehen und auch gehört hat. Und was daraus geworden ist, das können Sie jetzt hören. Und ich will Ihnen hernach weitere Aufklärung darüber geben. Wie aber dieses zustande gekommen sein mag, denn Bernadette war das ärmste Kind Frankreichs, so kann man sie bezeichnen. Und warum ist dieser das? Das heißt, dass sie die Mutter Gottes sehen und auch hören durfte und dass sie einen Auftrag erhielt und diesen allein erfüllen durfte, wo sie doch keine hohe Schulbank gedrückt hat. Im Gegenteil. Sie war auch kein Sprecher. Sie hat nur die Wahrheit gesprochen, so wie es ihr gesagt. Und sie hat nur den Auftrag erfüllt. Und diesem Kind schenkte man damals keinen Glauben. Man hat sie für verrückt erklärt. Eine Vernehmung über die andere. Man wollte sie ins Irrenhaus einstecken. Bis danach die Geistlichen auftauchten, die da dann sagten, wir nehmen sie hier zu uns ins Kloster.
Auch da selbst hat sie keine guten, blendenden Tage verlebt, im Gegenteil. Auch diese Menschen haben sie nicht verstanden. Auch da selbst wurde sie tyrannisiert. Es war ihr Schicksal, die Mutter Gottes selbst hat sie ihr versprochen, dass es ihr hier auf dieser Erde nicht gut gehen wird. Aber im Jenseits, drüben, da selbst, wo Gott ist. Und sie verzagte nicht, sie klagte nicht. Sie tat das, wie ihr befohlen. Das, was auch sie ihren Nächsten schuldig ist. Sie war, sie ist und bleibt ein Werkzeug, was auch sie in Wirklichkeit in Wahrheit sind, von dem sie gar nichts gewusst haben. Sie würden nicht so tapfer sein. Sagen Sie nicht ja, ich sage nein. Noch können Sie nicht so tapfer sein, wie auch hier die Bernadette es war. Es ist schon viel. Für so ein Kind, dass das Kind sich diesen Menschen, die sie ausgesetzt war, durchzusetzen gewusst. Sie hat weiter nichts als nur die Wahrheit gesprochen. Und das ist soweit alles. Wäre das nicht gut, wenn auch Sie jetzt zur Wahrheit stehen? Und dass heute noch da selbst Menschen das Heil erfahren. Aber niemals die Menschen, die unvorbereitet dort ankommen. Nur die, die sich darauf vorbereitet haben. Denn sie müssen es würdig sein, an diesem Platz, da selbst wo die Mutter Gottes erschienen ist in dem Fels, zu sein, um das Heil im Körper aufzunehmen. Unvorbereitet, Freunde, bekommt es keiner. Es wäre mehr geschehen, es ist viel geschehen. Und alles das müssen Menschen auch wirklich als Wunder bezeichnen. Denn es sind Wunder für den Menschen. Weil die Menschen ja nicht Gott selbst sind, sondern nur göttlich sind. Aber ich sage, es gibt kein Wunder, es gibt nur eines. Und das ist Gott selbst. Gott ist das Wunder. Gott kann all das. Wir können nichts. Ohne ihn gar nichts. Kein Leben ohne Gott.